Und bei uns geht es jetzt weiter mit anderen verrückten Maschinen. Unser neuer Freund Hitchbot ist ohne Frage ein Roboter mit Promi-Status. Aber die Welt hat noch mehr verrückte Automaten und Maschinen zu bieten, die mal mehr, mal weniger unsere Welt einfacher machen. Wir fragen mal neugierig rum. Von welcher coolen Maschine träumen Sie, wenn Sie sich eine wünschen könnten? Die richtig cool wäre, die beim Staubsaugen singt. Wenn ich irgendwie einen Roboter hätte, der mir Bier bringen könnte, wäre schon ganz cool. Eine Windelmaschine. Ja? Wählen Sie bitte die passende Größe aus. Haushalt für zu Hause, Essen kochen, Wäsche machen, alles, was man halt nicht machen will, putzen. Fürs Kochen haben wir was. Der Highspeed-Pizza-Automat. Das Produkt soll wie frisch von der Mama schmecken. Sonderwünsche inklusive. Finde ich sehr witzig, kann man sogar einstellen. Hier sieht man das Ofenzeichen, ob man seine Pizza ein bisschen krosser oder nicht so kross haben möchte. Katrin testet für uns eine Schinkenpizza. Kostenpunkt 4 Euro. Aber der Pizzaautomat punktet vor allem noch durch etwas anderes. Schnelligkeit. Wer kann's wie schnell? Ich mach keine Pizza. Mama kann's 20, besser. 20, 30 Minuten? Ich brauch zu Hause, um Pizza zu machen, 20 Minuten. Etwa. Aber selbstgemacht, ne? Selbstgemacht? Ja, selbstgemacht eher eine halbe Stunde. Unser Pizzaautomat schafft es eindeutig schneller, nämlich in sage und schreibe 70 Sekunden. 70 Sekunden? Ja, mit Atomkraft oder so, oder? Ganz und gar nicht. Und das Resultat sieht auf den ersten Blick köstlich aus. Knuspriger Boden, zerlaufener Käse. Automatenprofi Pietro Castellino erklärt, wie er funktioniert. Das Geheimnis bei uns ist es, dass die Pizza immer frisch ist und nicht tiefgefroren. Das heißt, die Pizza ist nur gekühlt? Ja, die Pizza ist nur gekühlt. Die ist in diese Folie eingepackt und unter Schutzatmosphäre. Eine Spezialfolie sorgt dafür, dass die vorgebackene Pizza gleich nach der Herstellung luftdicht verschlossen wird. Für 12 Tage ist sie gekühlt haltbar und so viel schneller gebacken als eine tiefgefrorene Pizza. Bei 300 Grad schiebt der Automat sie in den Ofen. Finde ich gut. Ja, man weiß halt nicht, was drin ist und so, oder? Ist bestimmt eine geile Idee, aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil man halt nicht sagen kann, also es ist halt nicht selbst gemacht, finde ich. Ja, ich glaube, dass alles chemisch ist, wenn eine Maschine. Nicht machen, also chemisch hergestellt stimmt definitiv nicht, aber kann sie auch geschmacklich mit einer echten Restaurantpizza mithalten? Pizzaautomat versus Steinofenpizza. Schmeckt Katrin einen Unterschied? Im direkten Vergleich gesehen? Kann die Pizza aus dem Automaten auf jeden Fall mithalten. Ist eine gute Alternative, ist natürlich kleiner. In den Automaten passt natürlich keine größere Pizza. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Also die Highspeed-Pizza aus dem Automaten schneidet gar nicht schlecht ab. Gerade für unterwegs eine praktische Sache. Was noch nervt neben Kochen, das morgendliche Verkehrschaos. Und wenn man dann noch einen Parkplatz braucht. Ja, die heutige Zeit ist ja geprägt dadurch, dass man Termine einhalten muss und sonst was. Und findet man keinen Parkplatz, ist Stau, muss man warten, weiß man nicht, ob man es rechtzeitig schafft. Wenn halt sich so ein Stau schon bildet und dann versucht man es ewig. Und ja, dann gucken alle und sehe ich schon ganz blöd. Unsere Reporterin Eva hat von einer tollen Lösung gehört. Quasi ein Autoparkautomat. Dieses vollautomatische Parkhaus soll mir jetzt alles abnehmen. Also sowohl Parkplatz suchen als dann auch das Einparken. Klingt ja eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Ich lass mich mal überraschen. Das Hineinfahren ist erstmal ziemlich normal. Einfach in den sogenannten Übergabebereich fahren. Eine Anzeige gibt dabei genaue Anweisungen. PKW zu weit hinten, bitte vorfahren. Ob der Wagen richtig steht, ermitteln Laserscanner und Lichtschranken millimetergenau. Stopp, PKW in Position. Und dann bitte Übergabekabine verlassen. Das war mal einfach. Jetzt kann der vollautomatische Parkvorgang starten. Das Auto fährt zunächst mit einem Lift in das Innere des Parkhauses. Auch Eva macht sich mit einem Techniker auf den Weg in das unterirdische Herzstück der Anlage. Von diesem Raum aus wird alles elektronisch überwacht. Und wo ist jetzt mein Auto? Ihr Auto steht hier, in der Anlage selber. Aber ich kann es jetzt nicht sehen, oder? Aber wir. Das Auto kommt per Aufzug an. Zeitgleich setzt sich im Parkhaus ein Regal in Bewegung, um das Fahrzeug abzuholen.
Am Lift angekommen, wird das Auto auf das Regal verschoben. Gesteuert vom Computersystem befördert die Anlage den Wagen zum nächsten freien Parkplatz. Erreicht das Auto die freie Lücke, schiebt das System den Wagen auf einer Palette in das Lagerfach. Damit ist Evas Wagen völlig ohne Such- und Kurbelstress geparkt. Und weg ist es also. Was haltet ihr davon? Gut. Das ist eigentlich schon cool, ja. Super. Coole Idee. Ja, ist eine coole Idee. Ist auch sicher. Da kommen halt keine Leute rein, kann nicht geklaut werden. Und findest du gut? Ja. Die transportiert quasi die Autos unterirdisch an einen anderen Platz sozusagen. Ja, ist doch cool. Bleibt nur die Frage, wie schnell kommt das Auto wieder raus? Der Pkw steht in wenigen Minuten in Übergabekabine A zum Ausparken bereit. Wenige Minuten kann ja viel bedeuten. Aber Eva muss nicht lange warten. Insgesamt weniger als 3 Minuten dauert der Ausparkvorgang. Boah, das war jetzt wirklich schnell. Wenn diese vollautomatische Parkgarage nicht das Leben definitiv einfacher macht, was dann? Ob das unsere nächste skurrile Erfindung in einem Future Store auch macht? Einkaufen kann echt nerven. Ständig werden die Waren umgeräumt, nie findet man sich zurecht. Dabei soll er helfen. Guck mal, ein Roboter. Achtung! Was ist das denn? Gnados. Wählen Sie ein. Die Frage geben wir doch gerne weiter. Gerne, was ich alles auf den ja, das. Du bist die jetzt echt drin. Das zeigt dann, wo die Waren sind, oder? Also, wenn man was sucht, dann muss man es einfach eingeben und dann sucht er, wo die Ware ist. Also ich finde ein bisschen die Glubschaugen gruselig. Also man könnte den Roboter noch ein bisschen ästhetischer gestalten, aber ansonsten finde ich es ziemlich praktisch, definitiv. Ich zeige Ihnen gerne, was ich alles auf dem Kasten habe. Und wie geht's weiter? Oh. Er macht, was er will. Ja, er macht wirklich, was er will. Der eigenwillige Roboter ist ein Einkaufsbegleiter und sollte Kunden durch den Markt führen. Sollte. Ich komme an dieser Stelle leider nicht ohne Ihre Hilfe weiter. Au. Achtung, der will, dass wir aus dem Weg gehen. Aber wo möchte er denn? Gleich knallt, sagt er. So ganz klappt's mit dem Navigieren noch nicht. Dafür kann er umso besser plaudern. Da schlägt das Herz des Hobbykochs schneller. Unsere Abteilung Frische und Konvenienz besticht durch absolute Frische. Denn auf dem Weg durch den Markt weiß der Einkaufsbegleiter wirklich jede Menge zu erzählen. Ich kann es kaum erwarten, Ihnen alle Innovationen hier im Future Store vorzustellen. So ganz ausgereift ist der Einkaufslotse noch nicht. Deshalb hat sich dieser Roboter auch nicht durchgesetzt. Wissenschaftler feilen weiter an seiner Perfektionierung. Unsere nächste Maschine dagegen macht das, für was sie entwickelt wurde, perfekt. Aber was zum Teufel ist das überhaupt für ein Automat? Dürfen wir vorstellen, Tiger Stone, die halbautomatische Pflasterlegmaschine. Und wie kommt die an? Tja. Wenn Männer Zeit haben, wa? Ich weiß nicht, vielleicht wird sich mein Freund darüber freuen, aber ich bräuchte so eine Maschine eigentlich nicht, nee. Dabei ist sie doch wirklich praktisch. Sie legt das neue Straßenpflaster wie von allein. Das Besondere an der Tiger Stone gegenüber konventionellem Verlegen ist die kinderleichte Bedienung und ihre Schnelligkeit. Und das Allerwichtigste, der ergonomische Aspekt. Denn herkömmlicherweise wird Straßenpflaster noch von Hand verlegt, kniend im Sandbett. Das kann auf Dauer zu schmerzhaften Rücken- und Gelenkproblemen führen. Doch wie entsteht das Muster nun? Ganz alleine schafft die Maschine das nicht. Die Männer müssen die Ziegel oben in einer Rinne vorsortieren. Die Pflasterstraße rutscht durch ihr Eigengewicht nach unten und legt sich aufs Sandbett. Schneller ist sie damit allemal. 300 Quadratmeter schafft der Halbautomat am Tag. Dreimal so viel wie konventionelles Pflasterlegen per Hand. Bisher ist die Maschine in Deutschland noch nicht im Einsatz. Aber das kann sich ja ändern. Und was wird hier gebaut? Von der Form her könnte es ein beliebiger Automat sein. Aber wofür die Panzertechnik? 11 statt der üblichen 2 Scharniere sichern die Tür. Selbst einen Sprengtest muss der hochgesicherte Automat bestehen. Was beherbergt der wohl?
Es handelt sich um ein Fabrikat made in Germany. Die Gold-to-go-Maschine. Dieser Herr hat sie entwickelt und erhofft sich internationalen Erfolg. Der Kunde hat die Qual der Wahl. Eine kleine Münze oder doch direkt einen ganzen Barren? Wie bei allen Automaten gibt's gegen Geld die Ware. In diesem Fall eben 1 Gramm pures Gold für 31 Euro. Zum Zeitpunkt unseres Drehs der Tageskurs. Alle 60 Sekunden wird er automatisch aktualisiert. Schick verpackt spuckt die Maschine das Goldstück aus. Was halten unsere Zuschauer davon? Geld rein, Gold raus. Geldautomat. Da wirft man Geld rein und dann kommt ein Stück Gold raus. Nicht schlecht. Ich finde ihn jetzt nicht so, irgendwie, dass man es nützen würde, großartig. Also kann man auch verzichten. Hierzulande wird es vielleicht weniger gebraucht. Unsere reichen Freunde in Abu Dhabi und Co. sehen das jedoch anders. Wo die Schönen und Reichen Urlaub machen, ist das 24-karätige Souvenir ziemlich in. Der deutsche Go-to-Go-Automat ist dort an jeder Ecke zu finden. Neben kleinen Münzen als Mitbringsel gibt's auch die große Wertanlage. Also das größte Produkt, das über den Automaten verkauft werden kann, ist der 250 Gramm Goldbarren. Und der kostet ungefähr? Roundabout 20.000. Tja, bei diesem Automaten ist dann wohl tatsächlich alles Gold, was glänzt. Bei etwas glänzen kann auch diese Roboterhand aus Japan, die nichts anderes will als spielen. Und zwar Stein, Schere, Papier. Hier zählt Intuition. Eigentlich. Aber der Roboter gewinnt immer, denn er schummelt mit Hilfe einer Highspeed-Kamera. Die wertet schneller als jedes Auge die Geste des Gegners aus und weiß, welcher Move den Sieg bringt. Eigentlich muss man kein Roboter sein, um bei diesem Spiel zu gewinnen. Nein!